Möchtest du spirituell sein? Möchtest du dir etwas Schönes und Gutes für deine Seele tun? Hier ist das Rezept dafür. Kreiere etwas Schönes in deinem Umfeld. Wenn du in deinem Umfeld, in deinem Leben schöne Dinge kreierst, dann tut sich deine Seele sofort erholen und wieder aufbauen und fühlt sich geliebt und anerkannt. Lass es mich mal anders sagen. Es gibt vom Universum oder von Gott keine extra Punkte, wenn du leidest oder deprimiert bist oder denkst, du bist mehr spirituell, weil du auf irgendetwas verzichtest. Das ist so im Menschlichen drin, anerzogen und uns beigebracht worden. Stimmt aber nicht. Es gibt die ganzen Kreationen, damit du dir das aussuchen kannst, was dir gut tut. Und dabei macht das Universum keinen Unterschied, ob es ein Haus ist, ein Auto, eine Handtasche oder irgendwas anderes Schönes, ein schönes Schmuckstück oder ob das bedeutet, dass du dich mehr auf deine Freundschaften und Familie konzentrierst. Der einzige Kritik kommt nur von dir. Oder die Kritiken, die du zulässt. Also bitte fühl dich wert, dass du so richtig schön dein Leben genießen kannst und mach es doch so wie im Feng Shui. Tu um dich herum Schönheit, Beauty kreieren und genieße es von ganzem Herzen. Du bist es so wert und es steht dir zu. Dann lass es auch in dein Leben rein. Ich wünsche dir, dass du durch dein Leben gehst und dein Haus anschaust, dein Auto anschaust und die ganze Zeit nur denkst, Gott, ist das schön. Gott, habe ich das toll hingekriegt. Ich habe das kreiert. Mensch, gefällt mir das gut. Ach, ich liebe es, hier zu leben. Ich liebe es, hier in diesem Auto zur Arbeit zu fahren oder meine Freunde zu besuchen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich bin so glücklich. Ich habe das kreiert. Danke, danke, danke. Namaste.